Herzlich willkommen zu 10 vor 10. Zu 10 Minuten für dich, für Gott und einfach um ruhig zu werden und dich zu besinnen. Endlich, nach über 2 Monaten, kann ich diesen Satz nun wieder sagen. Seit Ostern hat dieses Andachtsformat pausiert, um einmal gründlich überarbeitet zu werden. Aber jetzt ist es zurück, in neuem Glanz. Und ich freue mich sehr, dich wieder hier zu 10 vor 10 begrüßen zu können. Also, herzlich willkommen. Komm mit an den Tisch. Setz dich und nimm Platz. Der Tisch ist gedeckt. Du bist eingeladen. Ich finde es ja immer schön, jemanden einladen zu können. Gastfreundschaft, das ist für mich eine wunderbare Sache. Aber ich erinnere mich auch gern an die Momente zurück, in denen ich selbst zu Gast war. Besonders eindrücklich ist mir da im Gedächtnis, als ich vor 3 Jahren während eines Roadtrips mit einem Freund durch Rumänien ganz spontan in einem orthodoxen Kloster zu Gast war. Wir hatten kein Quartier für die Nacht und haben nur gefragt, ob wir im Kloster übernachten könnten. Die Nonnen hatten nicht damit gerechnet. Aber trotzdem nahmen sie uns herzlich auf. Und mehr noch, sie setzten alles in Bewegung und deckten extra für uns den Tisch. Und was sie da alles auftischten, Brot aus dem Klosterofen, frische Milch, Käse aus eigener Herstellung, typisch rumänische Aufstriche, Rührei, Suppe, Fleisch und was weiß ich nicht noch alles. Es wurde eine Tafel aufgefahren, als wären wir Könige auf Staatsbesuch. Sie richteten ein Zimmer her und umsorgten uns, wo es nur ging. Und als wir am nächsten Morgen aufstanden, da stand schon eine Nonne in der Klostermensa und wies uns an den Tisch. Sie deckte ihn wie am Abend zuvor und fragte uns immer wieder, was sie uns Gutes tun könne. Und als wir uns dann irgendwann unter tausend Dank verabschiedeten, da kam der Priester, segnete uns vor der Abreise und hieß uns jederzeit wieder herzlich willkommen. So eine großartige Gastfreundschaft habe ich selten erlebt. Und ich dachte mir, so muss es wohl im Himmel sein. Ja, die rumänische Gastfreundschaft, die ist schon was Besonderes. Obwohl ich glaube, dass ich nicht erst nach Rumänien fahren muss, um mich eingeladen zu fühlen. Wenn ich mich hier so umschaue und all die schönen Pflanzen sehe und alles, was wächst und gedeiht, Kräuter, Beeren, Trauben, da fühle ich mich doch wunderbar beschenkt. Jeden Tag bin ich eingeladen in Gottes Schöpfung und mir wird aufgetischt in Fülle. Und wenn ich dann gegessen und getrunken habe, dann wird mir nachgeschenkt. Und bevor ich gehen kann, spricht Gott zu mir: Sei gesegnet und komm gern wieder. Wie könnte ich denn all das für mich behalten? Teilen, das ist doch immer schöner. Selber essen macht fett. Also, greif zu und nimm dir. Möchtest du Kaffee? Gott lädt mich ein. Und darum lade ich dich ein. Nichts, was ich habe, das kommt von mir selbst. Alles kommt doch am Ende von Gott. Und nur weil ich selbst Gast bin, kann ich auch Gastgeber sein. Darum danke ich Gott, dass ich Gastgeber sein darf. Und für mich ist Gastfreundschaft auch irgendwie ein Ausdruck meines eigenen Eingeladenseins. Darüber bin ich froh. Und es ist doch nichts schöner, als Freude miteinander zu teilen. So mancher hat schließlich durch seine Gastfreundschaft, schon ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Aber jetzt habe ich ganz viel geredet. Was ist deine schönste Erinnerung als Gast oder als Gastgeber?
du, Gastgeber meines Lebens. Du lädst mich ein und sorgst für mich. Du deckst den Tisch vor mir, heute und an jedem neuen Tag. Bei dir bin ich willkommen, so wie ich bin. Dafür danke ich dir, du Gastgeber meines Lebens. Amen. Wenn du jetzt in diesen Tag oder auch in den Abend gehst, dann sollst du nicht mit leeren Händen gehen, sondern bestärkt mit guten Wünschen. Ich wünsche dir, dass Gott für dich da ist, auf allen deinen Wegen, auf deinen Leidenswegen und auf deinen Freudenswegen. Gott berühre dein Herz und mach es weit für das Wunder der Auferstehung. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich. Ich wünsche dir, dass du dich an jedem Tag gehalten und getragen fühlst. Ich wünsche dir Kraft und frohen Mut für die neue Woche. Auf allen Wegen, die du gehst, sei behütet und beschenkt von dem Gott, der dich kennt und lieb hat, von Anbeginn der Zeit. Amen.